Hallihallo, du lieber Krebs, es tut so gut, wenn du dich lebst. Das ist so jetzt ein bisschen das Motto, was wir jetzt haben in der Reading-Energie für Juni. Es freut mich sehr, dass du jetzt mit dabei bist. So, und ich schaue mir jetzt mit dir an, mit dem Rat der Hohepriesterin, was da jetzt an Energie und an Umschwung für dich passieren will und kann. Und das, was wir jetzt gleich als erstes sehen, ist, dass du jetzt scheinbar einen schon längeren Weg gegangen bist, wo du sehr, sehr viel für dich gelernt hast, gerade was die Gefühle betrifft, wo du sehr, sehr viel geschaut hast, okay, was fühlt sich für dich gut an, was fühlt sich für dich nicht gut an, was inspiriert dich, wo geht so ein bisschen dein Herz auch hin, aber trotzdem ist es ein, ja, es war jetzt eine Stabilisierungsphase, sagen wir so. Es war eine Stabilisierungsphase, die den Grundstock gesetzt hat, um jetzt diese Veränderung in deinem Leben einzuleiten, um jetzt eine Veränderung herbeizuführen, um jetzt ein gutes Fundament für dich aufzubauen. Weil ich habe hier tatsächlich noch drinnen diese wirklich Erkenntnis in den Neuanfang, dich nicht zu viel um andere zu sorgen. Ja, I can give good things to myself and others, ja, aber to myself ist an erster Stelle. Das heißt, nicht so wie vorher, ich habe irgendwie so das Gefühl, dass vorher war so ein bisschen ein Dreher auch in den Gefühlen drin und auch in der Inspiration ein bisschen drin, mit den Sternen, mit den Wunscherfüllungen, weil du das irgendwie wie hinterm Zaun gehalten hast. Du siehst hier eine Frau, die zwar eine Sehnsucht hat, wohin, aber diesen Stern nicht freilässt bei sich, sondern so wie beim Herzen gefangen hält irgendwie noch für sich drin. Ja? Also sie hält ihn. Und jetzt geht es darum, diesen Stern freizulassen, aufzumachen, damit sich das quasi miteinander verbindet. Und das kannst du, indem du dich jetzt an die erste Stelle stellst, ja, und somit mit den Gefühlen und mit allem in Gleichklang beginnst zu schwingen. Und das, was du jetzt schon erlernt hast, wirklich umsetzt in die Stabilität, um jetzt dieses, um dich jetzt auf dieses stabile Fundament tatsächlich zu bringen. Wunder, wunder, wunderschön. Was kommt jetzt an hinzuströmender Kraft? Ja, weil es ist jetzt der Zeitpunkt aus einer alten Situation mit der Regenbogenbrücke, also altes Abgeben, mit Dankbarkeit, Liebe, wie auch immer, ja, einfach das tägliche Atemübung, das tägliche Mantra zum Start in einen Tag und das Neue für diesen Tag für dich zu gewinnen, zu spüren, was du erleben magst, ja, und dich hier wirklich in diese Gefühle hineintauchen zu lassen und damit wirklich diesen ja, Zyklus auch von Abhängigkeiten, von Süchten, von Sorgen, von Kummer, von Nöten, von egal was, was man halt so im Leben erlebt hat, einfach mal hinter sich zu lassen. Und ich habe hier ein Wissen und das Kind auf der Schattenseite quasi, was die Loyalität betrifft, mit dem Fokus drin ein bisschen noch im Schatten liegen. Und das ist das, was war für dich, was jetzt eben raus will aus deinem System, nämlich, dass du aus einer Kindheit irgendwie Wissen, Eigenschaften, was auch immer übernommen hast und demgegenüber noch loyal gegenüberstehst, was dir aber im Hier und Jetzt gar nicht mehr dienlich ist und nicht mehr dienlich wirkt für dich. Und das will raus, ja, weil das ist noch ein Mangel, der quasi dich immer wieder zurückhält vor diesem wirklichen Vertrauen und Gehen für dich. Ja, das ist noch dieses, na, weil es jetzt, dann geht's hinaus, ja, das ist noch dieses, der Hoffnungsschimmer, aber wenn wir hinspüren, ist die Hoffnung vorne, das ist eine Erwartung, das ist etwas, wo wir, ja, irgendwie hin müssen, damit, um was auch immer, ja. Das Vertrauen ist hier, das Vertrauen ist hier und jetzt und gibt dir die Kraft, im Hier und Jetzt deine Entscheidungen zu treffen und eben genau dieser Umdreher, sehen wir hier, geht eben raus aus dem System. Was kommt aber hinzu, was verstärkt jetzt dich quasi auf deinem Weg auf dieses Fundament oder dieses Fundament, auf dem du stehst, jetzt wirklich wie sagt man, da standfest zu machen und wirklich wunderschön gefühlvoll für dich nochmal zu verfestigen und weiter zu kreieren, ist ein bisschen die Risikofreude hier. Ist die Risikofreude, dich mit Möglichkeiten zu verbinden, die Risikofreude, dich inspirieren zu lassen von den Dingen, die du wirklich erfüllen kam jetzt willst, ja, und Erlaubnis auch gleich. Also irgendwie scheint mir hier I am flown with the seasons, create, ich weiß jetzt nicht, wie man das auf Englisch ausspricht. Ich würde das jetzt interpretieren, als du erstellst deine eigene Spirale mit dir im Mittelpunkt deiner eigenen Welt und gehst einfach zyklisch in verschiedenen
Schwingungen, wie auch immer, gehst du einfach deinen Weg, um dich in der Gesamtheit, in der Ganzheit, in deiner Fülle, in die Fülle zu bringen, schlicht und ergreifend, in jedem Bereich, um den es halt einfach bei dir oder in uns als Mensch und generell hier auf dieser Erde geht. Ja? Und ja, das bedarf vielleicht noch auch durch ein paar Türen durchzuschreiten hier und auch dich vielleicht durch die umgekippten Dominosteine. Ja, manchmal ist es vielleicht so gewesen, wie wenn da so ein Lauffeuer drin gewesen wäre, kam mir jetzt gerade. Ja, so wie so ein da Selbstläufer, so. Ja, wie ein Selbstläufer, wo man nicht viel hat tun können, außer zuzusehen. Ja, und jetzt geht es aber darum, einen neuen Weg zu gehen. Das haben wir nämlich hier und deiner inneren Kraft, deiner inneren Stimme zu folgen. Und da haben wir den Fuchs hier bei dir, der dich erinnert an deine Kraft, der dich erinnert an deine kognitiven Fähigkeiten, Schlauheit, na, wie sagt man denn das, deine Intelligenz, dein, mir fällt das Wort jetzt nicht ein, so was Pfiffiges, Freches, ja. Ich habe dieses blöde Wort jetzt im Kopf, Kukident, aber nein, ich meine natürlich nicht dieses Zahndings, die Bumste, ja, sondern ich, kokett? Ach, wurscht, ich hoffe, du weißt, was ich meine. Also sowas in diese Richtung, wo du weißt, ah ja, okay, ich bin jetzt auf dem Weg, ich bin jetzt quasi mein Ziel, mein Leben ist mein Ziel, und ich will jetzt erleben, was ich halt eben erleben will, oder ich mache jetzt, was ich erleben will, und ich kann das alles, es ist alles gut, so wie es ist, und alles hat einfach Licht und Schatten gleichermaßen, und das ist halt einfach die Dualität, in der ich hier schwing, in der gerade alles steht. Und es ist aber meine Aufgabe, das mit einer gewissen Gerissenheit und Schleier für mich und meiner Schöpfungskraft einfach ins Spiel umzudrehen. Ja, so kommt das hier irgendwie. Und du wirst eben durch diese Risikofreude, wirst du eben eine neue Handhabung für dich sehen, wo die Dinge nicht mehr so wie passieren wie ohnmächtig in einem Lauffeuer. Ja, oh, jetzt ist das abgebrochen. Oh. Gut, ihr Lieben, ich werde dann jetzt ein Foto machen von diesem Kartenblatt und werde euch das reingeben, weil die Kamera ist hier gerade ausgegangen. Das heißt, du hast jetzt mich und kannst mich jetzt quasi beim Reading sehen. Ja? Was ist dazugekommen? Was strömt dazu? Und da haben wir den fliegenden Besen. Ich lasse alle meine Missgeschicke, Zweifel, Sorgen oder sonstiges raus, einfach aus meinem System. Ich sage jetzt zu mir, ich stehe an der ersten Stelle und möchte die Feier des Lebens, die abenteuerliche Stabilität des Lebens in stetiger Veränderung jetzt für mich sehen und erlaub und glaub mir einfach nicht mehr dieses Nachhängen quasi an vergangenen Dingen, die ich gar nicht mehr brauche, sondern für mich geht jetzt die Sonne auf und ich, ja, ich darf jetzt einfach für mich in meiner Schöpferkraft, in meiner Mitte schwingen und somit die Entscheidung treffen, aus alten Herausforderungen mich herauszubringen, indem ich meine Flügel aufmache und fliege. Kurz und knackig, geil. Ja? Da kommst du nämlich in einen erholteren Schlaf hinein, da kommst du in diese Schaffenkraft, in die Verbindung mit deiner eigenen inneren Weisheit hinein, drehst dich nicht mehr weg von dir, sondern bleibst hier, bleibst da. Und durch diesen Weg hast du neue Chancen, kleine Möglichkeiten, die auf dich zukommen, Geschenke und, was insgesamt ein großes Ganzes macht, was dich in eine neue Schaffenskraft hineinbringt, als Mensch, als Wesen, der du bist, die du bist, wie auch immer. Ja, du hast dich jetzt sicherlich schon eine Zeit lang auch vermisst oder bist eben oder hast irgendwas vermisst, auch wenn du dich prima nicht vermisst hast, aber irgendwas war da hier noch drinnen, weil du schaust da gerade, das sehen wir hier. Und wir haben im unterbewussten Bereich, haben wir hier liegen, Ritter der Gefühle. Also da bäumt sich was auf, da schäumt sich was auf, da will etwas heraus aus deinem Schneckenhaus. Ja? Da will etwas heraus. Und ich habe so das Gefühl, da ist noch so ein bisschen ein Wächterposten drüber, die Gerechtigkeit. Irgendwie hat man da noch Angst, vielleicht in eine Zerrissenheit hineinzukommen. So würde ich das jetzt interpretieren, weil ich das jetzt so sehe. Und dabei ist es einfach der Blickwinkel, wo du aus dir heraussteigst und alte Hüllen ablegst für dich. Und da haben wir eben die 10 der Stimmen, also die 10 der Schwerter, die da irgendwas durchtrennen. Und das sind alte Rollenbilder, alte Schattenthemen quasi, alte Konstrukte, alte Glaubensüberzeugungen, wie auch immer, die brauchst du nicht. Ja, es ist jetzt wirklich dieses Durchwarten mit den Masken ist für mich so wie die Hohepriesterin. Ja, dieses Durchwarten durch Licht und Schatten und das. Ja, auch die Risikofreude hier im Sinne von 50-50. Ja, das Positive, also
von 50-50, ja, das Positive hier zu sehen, ja, ein wichtiger Prozess hier auch für dich, ja, um jetzt für dich dieses Unterbewusste heraufkommen zu lassen und dich dann ganz bewusst davon zu verabschieden. Und das haben wir auch da. Wir haben im bewussten Pfad der Hohepriesterin, dass du jetzt schon sehr viel auch durch ein Gedankenkonstrukt durchgegangen bist und auch hier jetzt deine neuen Wege vorbereitet haben willst und sie auch vorbereitet siehst. Du brauchst sie quasi nur noch gehen für dich, ja? Und da schaust du halt genau, was wirklich jetzt deiner Anziehungskraft, deinem Wesen entspricht, deiner Harmonie in dir selbst entspricht, ja? Auch das, was dich vielleicht im Familiensystem noch klein gehalten hat, zurückgehalten hat, immer wieder in Pausen hineingedrückt hat, die vielleicht nicht deine sind, ja, oder in Dinge hineingebracht haben, die vielleicht nicht deine sind, auch in Gefühlsdingen, ja. Was ist da echt? Welche Art ist da echt? Was brauchst du wirklich für dich, damit jetzt hier dieser Schleier sich wieder lichtet? Ja, wunder, wunder, wunderschön. Ja, am 28. Juni werden wir wieder tiefer gehen. Meld dich gerne bei mir im Member-Bereich an. Unten in der Infobox findest du den Link und die Daten. Ja, wunder, wunderschön. Kostenfreie Registration. Ja, und auch für den Workshop immer live 28 Workshop bist du kostenfrei live dabei, damit wir einfach ja erschaffen, Feeling haben, spüren, wahrnehmen und dass eben dieser Weg dorthin leichter ist. Und natürlich, wenn du in Programme zu mir hineinschlupfen möchtest, hast du auch das Erstgespräch bei mir kostenfrei, wo du mich mal kontaktieren kannst, wo wir mal schauen, wo bist du da gerade dabei, was machst du gerade in deinem Leben und was habe ich dafür, um dich jetzt quasi weiterzuheben und mit dir in eine wunderbare Zusammenarbeit hineinzugehen. Gut, aber was sind jetzt deine nächsten Schritte? Was möchtest du jetzt für dich in deinem Leben sehen? Und da haben wir jetzt, ja, du willst dich in deinem Leben sehen. Du befreist dich jetzt, du machst den Vorhang quasi auf, du gehst jetzt hier in die Sichtbarkeit hinaus und richtest jetzt im nächsten Schritt dein Haupt auf. Ja, denn die Vorhänge quasi sind schon, die hast du schon wie auf die Seite gezogen, aber es war noch vielleicht ein Kraftakt drinnen und jetzt eben hebst den Kopf in die Höhe, um das als Gemeinschaft zu sehen, als Licht und Schatten in einem, ja, so wie Dualität, wie männlich, weiblich und brauchen wir auch in der Einheit für uns, um klarer zu sehen. Und genau das, ja, ist das, wo du vielleicht noch im Kampf drinnen warst, aber im Endeffekt das, was dich jetzt tatsächlich in diesen Flug, in dieses Flügelaufmachen hinein begleitet, weil das ist dein karmischer Weg. Und ich habe jetzt das Gefühl, ja, die Eulen haben sich jetzt bei dir doppelt hineingelegt. Wie geht das? Lustig, die sind jetzt hier hineingesprungen in den Stapel, um dir doppelt zu zeigen. Es geht um deine Weisheit, es geht um deinen Weg. Flieg bitte und lass deine Flügel aufmachen und flieg dorthin, wo du eben willst, ja, und halte dich dann nicht mehr zurück. Ganz eine klare Botschaft, doppelt gemoppelt, ja. Jetzt sitzt du noch auf den Ast, du hast genug geschaut quasi und jetzt geht es darum zu fliegen. Wunderschön. Das ist nämlich die Führung, die da eingeschalten hat bei dir. Und was ist jetzt der Rat der Hohepriesterin? Ja, bleib bei dir, schau jetzt mal einfach genau, ja, und trau dich wirklich hier in die Entscheidung hineinzufinden. Weil auch hier mit dem das Erwachen, es ist einfach der Weg zu dir jetzt über deine Herzebene. Du verbindest jetzt klassisch eigentlich, ja, Herz mit Verstand. Herz mit Verstand, ja, um jetzt diesen neuen, ups, Weg zu finden und Möglichkeiten auf dieser Erde mit Ast der Materie für dich zu schaffen. Wunderschön, weil da liegt der Aufbruch drin. Du hast dir vielleicht immer mal wieder zu viele Gedanken gemacht darüber, dass der Aufbruch auf der Schattenseite von meinen Karten, zu viele Gedanken darüber gemacht, wie geht der Weg dorthin, ja, wie geht der Weg dort durch, was muss ich tun, was muss ich nicht tun, was soll ich machen, ja, also irgendwie viele Gedanken und dabei liegt die Kraft und die Stärke in dir bereits drin. Du hast alles, was du brauchst, ja, um dich jetzt hier selbst zu finden, auch in der Selbstständigkeit, in der Verankerung mit positiven Dingen, mit deinem Lebensplan, mit deiner Sehnsucht, die du erfüllen willst hier auf dieser Erde, im positiven Sinne, meine ich jetzt nicht im traurigen Sinne, sondern das, wo die Seele einfach ruft für dich. Und es geht einfach jetzt nur darum, es geht nicht darum, dass du sagst, ich bin nicht gut genug und mein Leben ist jetzt scheiße oder sonst was, sondern es geht jetzt darum, dass du sagst, was in meinem Leben gefällt mir vielleicht tatsächlich nicht und da genau hinzuschauen, ja, wenn irgendwas da ist und das dann nach deinem,
nach deinem Empfinden für einen guten Schlaf, nach deinen Träumen, nach deinen Wünschen wirklich auszurichten und diesen Shift dich jetzt zu trauen, zu dir zu bringen. Ja? Also auch wenn es dir gut geht, geht es darum, nicht immer, es muss einem besser sein, das Gras hier ist irgendwo grüner. Ja? Das ist nicht die Botschaft von den Karten drin. Ich ziehe da jetzt noch eine Karte für dich von den Seelenreichkarten. Weil es wirklich darum geht, einfach nur Ja zu sagen, wandle auf der Brücke des Glücks. Ja? Du verzauberst durch dein Sein. Magie fließt hell und strahlend. Lass dich einfach sein. Ja? Also, das ist genau die Botschaft. Ja? Wandelnde Glück, sie führt dich über die Tiefen deiner Emotionen einfach hinweg und zu dir zurück quasi. Ja? Du erschaffst dir jetzt eine neue Oase. Es ist eine neue Art der Stabilität in dir. Ach, Entschuldigung. Eine neue Art der Stabilität in dir. Ein neues Restanding in dir. Ein weiteres Standing, ein kraftvolleres Standing. Ich bin die Schöpferin, ja, ich bin der Schöpfer, wie auch immer, in meinem Leben. Und das hier, mein Körper, mein Wesen, ist meine Power, meine Kraft, mein gelebtes Potenzial. Ja? Also. Du lieber Krebs, ich freue mich schon sehr. Vielleicht sehen wir uns ja ganz bald. Ja? In dem Fall leb dich einfach. Du bist ja mehr an der Stelle, ist einfach mehr im Sinne von, du darfst dich trauen, dein Herz, deine Wünsche, deine Träume groß zu machen und zu fliegen, denn dafür bist du da. Ja, also mit deinen Wünschen zu fliegen, geerdet auf der Materie, dich zu satteln, da anzukommen, ja, auf dieser Erde, aber einfach dich mehr aufzumachen, denn dafür bist du da. Bis dann, Papa.